tollen Ausblick hat man also, wenn man den knapp 200 Meter hohen Felsen hochwandert. Und dabei gibt es nicht mal einen offiziellen Wanderweg. Beim Heruntergehen habe ich dann noch diese Felshöhle entdeckt. Die war auch sehr beeindruckend, sowas hab ich vorher noch nicht gesehen. Und da gab es sogar einen Spalt, den habe ich oben gar nicht gesehen. Den seht ihr jetzt gleich. Und der führte bis hoch. Also da konnte man praktisch in den Himmel schauen. Aber das sieht man jetzt in der Kamera nicht so gut. Da sieht man nur, dass es ganz hell wird. Ja, und diese Höhle führte praktisch durch den Felsen durch. Und von dort aus, also vom Ende aus, konnte man dann auch nochmal das Meer anschauen. Jetzt nichts ganz Spektakuläres, aber für mich immer schon wieder beeindruckend, wie das sowas gibt. Der Aufstieg war nicht sonderlich leicht, weil es wie gesagt keinen offiziellen Weg gibt und man viel durch Gestrüpp und so musste, aber die Aussicht war wirklich sehr beeindruckend.